Wie diese Karte auf der Seite 72 gestaltet wurde in dem Katalog 2024, zeige ich euch heute gerne im Do-It-Yourself-Kreativ-Video. Herzlich willkommen, heute wieder mal kreativ mit einer Karte. Ich zeige euch, welches Material ich hier bereitgelegt habe, um diese Karte hier zu gestalten. Ihr seht, hier ist einiges an Material bereitgelegt. Ich brauche den Etikettierer für den Schriftzug. Ich habe hier auch noch ein Band, ein weißes Satinband, das am Schluss um die Karte herumkommt. Ich habe einen wunderschönen Stempel bereitgelegt mit diesem Schriftzug. Ebenfalls diese beiden Stempelfarben in der Farbe Schwarz und Ozean. Ich habe auch die Harzperlen als Dekoration noch hier. Eine Doppelkarte in Weiß und ein weißes Papier. Sowie eben das Starter-Set oder Starter-Kit für die Big Shot. Dazu verwende ich diese drei verschiedenen Stanzschablonen. Und die Big Shot kommt dann später auch noch auf den Tisch. Zuerst werden wir mal das Papier einfärben. Und dazu brauche ich kurz eine Unterlage. Ihr könnt ganz einfach diese Stempelfarbe so einfach verreiben und ebenfalls noch mit der schwarzen ganz ein wenig darüber und kann gleich nochmals mehr von diesem Grünton geben. Das ist dann für diesen Kranz hier und das hier zum Ausstanzen. Das habe ich mal so mit dieser Farbe gemacht. Ihr könnt natürlich auch andere Farben verwenden. Mir hat es so in dieser Kombination sehr gut gefallen. Das wird dann noch gestanzt. Die Karte kann man nun auch so ein wenig vorbereiten. Entweder man nimmt diesen Mischpinsel und macht so einige Tupfen oder man bleibt im gleichen Stil und wischt nur ganz wenig, hier jetzt nur im Grün. Ich habe es hier wirklich nur in Grün gehalten und das Schwarz habe ich dann verwendet für diesen Schriftzug. Der kommt dann oben hin. Jetzt muss ich noch schauen, ob es dann wirklich korrekt abstempelt. Deshalb ist das Papier hier ganz praktisch. Ja. Jetzt gebe ich da nochmals Farbe drauf und habe es hier oben hin so angeschnitten aufgestempelt. Das ist mal die Grundlage von der Karte. Das Ganze kann man auch mit dieser Reinigungsmatte reinigen. Da muss man nur Wasser auffüllen, wenn sie da trocken ist, und die Stempel werden gleich wieder sauber. Das brauche ich im Moment nicht mehr. Das lege ich mal zur Seite. Was ich auch noch bereitgelegt habe, ist natürlich ein Band, das kommt dann am Schluss durch die Karte durch, und es gibt auch noch andere Farben für diesen Etikettierer. Ich bereite gleich mal das Wort noch fertig vor, damit wir am Schluss nur noch alles mit dem Kleber anleimen können. Der ist ganz einfach zu bedienen und ich habe hier schon den Schriftzug bereit. Was ich sicher noch brauche, ist eben der Kleber, und nun werden wir das Ganze mal stanzen, um danach das Ganze hier befestigen zu können. Dazu brauche ich die Stanzmaschine. So, das wäre die hier. Und das führt mir dann noch genau das da. Und nun kommt das Ganze hier mit den Stanzteilen so drauf. So, und jetzt kann ich das hier einfach durchkurbeln. Vielleicht ein zweites Mal, damit es schön aus der Form hinauskommt. So, hier ist alles schon mal da. Von den Zweigen könnte man noch mehrere ausstanzen. Ich habe, glaube ich, obenhin auch noch eines
gemacht. Aber das ist ja individuell, wie ihr diese Karte dann selbst gestalten möchtet. Hier hat es mir jetzt zerrissen. War ich ein wenig zu fest. Ist mir jetzt ehrlich gesagt auch noch nicht passiert. Aber das ist wahrscheinlich der Vorführeffekt. Wenn andere zuschauen, platzt dann meistens nicht so, wie man es gerne möchte. So. Da habe ich genau diesen Teil habe ich nochmals verwendet und eines dieser Stanzformen genommen, das dann oben hin so hinunterkam. Dann noch der Kranz. Mit diesem Werkzeug kann man das Ganze wirklich schön sauber hinausdrücken. Muss wirklich vorsichtig sein, damit man es nicht zerreißt, je nach Papierdicke. Aber hier bei dieser Dicke ist das kein Problem. So. Und diese kleinen Teile möchte ich hier auch nicht. Man kann nun diesen Leimstift verwenden oder diesen hier, damit es die feinen Ränder schön mit der mit dem Leim, damit der schön der Leim hier drauf kommt, aber diesen verwende ich am liebsten. Der ist auch sehr schnell, wie das Material dann auch hält. So, und dann ist das irgendwie etwas so gewesen. Und dann kommen eben diese noch ein wenig wild hinein, weil die werden dann mit dem Good Luck noch befestigt. Ich habe sie irgendwie so im Kreuz angemacht. Ist schon ein wenig länger her, als ich die Karte gemacht habe. Das Original ist schon irgendwo bei jemandem, keine Ahnung. Ich habe das in einen Verkaufsladen gestellt. Das hat irgendjemand abgekauft. So. Und nun kommt noch das Good Luck drauf, damit hier wie ein Strauß aussieht, der gebunden ist. Und mit den Harzperlen kann ich noch ein wenig Dekoration setzen. Ich nehme dann mal größere und kleinere. Es hat auch noch so mittlere, die ich einfach hier ganz einfach befestigen kann. Genau, hier könnte ich jetzt noch so einen Zweig hinkleben und eben von hier oben, das mache ich dann auch noch fertig. Und am Schluss kann ich eben hier das Band so durchziehen und befestigen und habe eine Karte schnell und einfach erstellt. Ja. So sieht die Karte fertig erstellt aus, ist sicher nicht mehr ganz gleich wie hier im Katalog, aber das ist, wenn man handgemacht etwas selber gestaltet, kommt es sicher immer wieder anders heraus. Und ich finde auch jeder, der eine Karte bekommt, ist ja auch immer ein wenig anders als die andere Person. Und ich finde, es muss ja nicht jede Karte immer genau gleich aussehen. Das wäre so eine Idee aus diesem Katalog, dass ich mitwirken durfte. Und hier diese einfache Karte mit diversem Material von Creative ID. Wenn du gerne Material bestellen möchtest und diese Karte gestalten, kannst du dich gerne bei mir melden. Ich kann dir eine Bestellung auslösen, das direkt zu dir nach Hause kommt, oder du kommst die Ware bei mir zu Hause abholen. Ich wünsche viel Freude und auf Wiedersehen!